So, warte mal, ich habe schon so lange diese... Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Berlin. Das ist... Jacqueline aus Berlin. Oh, du hast ein neues Haarweinhaus, ja, oder? Das ist ja alles echt. Das ist das Salonqualität. Das ist Salonqualität. So, heute ist der 23. Januar und jetzt erzähl doch mal, was wir heute falsch gemacht haben. 26. Januar. 26. Januar, was haben wir heute falsch gemacht, Wir Weinhaus? Hatten beide unabhängig voneinander einen falschen Aufzeichnungstermin für ein Interview in unsere Terminkalenderinnen eingetragen, sind dafür extra bis nach Lichtenberg gefahren. Um rauszufinden, dass wir erst im Februar dahin müssen. Ja, in einem Monat erst. Dass wir beides falsch eingetragen haben, das zeigt mal, wie dumm wir sind. Saudum. So, deshalb haben wir jetzt gedacht, wir machen jetzt Ersatzprogramm. Wir gehen für euch in ein Möbelhaus und stellen Möbelstücke nach. Und wir sind nämlich in der Argentiner Straße bei mir ums Eck. Heute ist wahnsinniges Scheißwetter und da ist nämlich Möbel Hübner. Kann man das sehen? Da. Möbel Hübner. Möbel Hübner. Aber vorher noch ein Sektchen, oder? Wo willst du? Kann man... Da ist die Idee. Ach, dann bin ich wieder daneben. Können wir danach Sekt trinken? Okay. Wenn ich jetzt gewusst hätte, ich die Reisesektbecher mitkommen, hätte ich mehr stilvoll Sekt trinken können. Die Reisesektbecher? Nee? So, jetzt müssen wir machen. Wir müssen es unauffällig machen, Weinhaus. Das ist wahnsinnig bieder da drin. Das heißt, oh. Mach mal den Stock ab. Der hat uns schon gesehen. Warte mal. Mach mal den Stock ab. Ist sie noch an? Ja, ja. Also der Typ, der in der Auslage stand und Möbel vertickt, der hat uns schon wahrgenommen. Der hat wahnsinnig grimmig geguckt, ja. Oh Gott, da ist eine Vasenabteilung. Ich muss rein. Warte doch mal, ich muss auch meine Maske aufsetzen. Nimm mal die Kamera kurz. Das ist keine Kamera, das ist eine Brotbox. Ach so, das ist eine Brotbox. Also hinter mir ist die Vasenabteilung. Da gehe ich jetzt gleich mal rein und setze mich in eine Vase. Wie sich Katzen immer in so Kartons setzen. Ach so. Ja. Ach, das ist ja auch hochinteressant. Ich bin eine Kartonkatze in Vasenform. Ich mache die Kamera jetzt mal heimlich. Genau. So. Guck mal, das ist aber eine mit Tinte im Haar. So. Gut. Na dann. So, stimmt. Jetzt telefonieren. Ich höre eine Sprachnachricht. Ach so. Gut. Ich könnte da schon mal einen Teppich nachstellen. Ja, ich stelle da mal einen Teppich nach. Das ist mal schön, ne? Ist ja. Oh, sehr apart. Gerade nach hinten. Ne? Ja. Beratungsgespräch. Sitzmöbel zuerst. Komm, wir brauchen Sitzmöbel. Sitzmöbel. Hast du ein Beratungsgespräch bekommen? Ja, leicht zu reinigen. Leicht zu reinigen. Der ist leicht zu reinigen, nämlich aus. Was soll ich jetzt die ganze Zeit mit Tüten tragen? Komm, wir fahren Fahrstuhl. Ja, wir fahren Fahrstuhl, okay. Guten Morgen. Fahren wir erstmal in die 11., oder? Ach, hier gibt's 11 Etagen. Vielleicht nur 6. 11 ist Schlafzimmer. Matratzenstudio Komfortzimmer. Oh. Ist die Kamera an? Ja, die ist die ganze Zeit an. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus Viskose und Acryl. Kann man ganz leicht reinigen, einfach nur mit Lappen drüber oder absaugen, hat er gesagt. Ich meine, da kann man mal drauf bumsen und wenn da ein bisschen Kacke rausfällt, trocknen lassen, rausbürsten, sauber. Wenn einem, weißt du, ich sage ja auch immer, wenn ich noch entspannter wäre, fällt mir die Scheiße aus dem Arsch. Jetzt kann man gut nachstellen. Oh. Soll ich nochmal? Ja, ja, ich möchte auch. Ich möchte auch. Warte mal, ich mach mit. Moment. So, und? Warte doch. Es kommt halt in meine Arme. Warte. Warte mal, ich hätte es mit. Nee, du musst die Arme weiter anwinkeln. Ach so, okay. So? Ja. Okay. Na gut, ist schon mal schön. Guck mal, ich habe eine neue Tasche, ne? Ja. Die ist sehr apart. Ja, ist sie hochwert? Die ist sehr hochwertig, ja, aus Polyacryl.
Nee, Polyurethan habe ich doch reingeguckt. Polyacetan? Ach ja, man kann sich vielleicht mal einen Schrank reinstellen. Nee, da passe ich nicht da rein. Da passe ich nicht rein. Aber guck mal, wie modern das ist. Das ist doch wirklich toll. Und guck mal, da kannst du praktisch auch im Dunkeln hier deine Schlüpfer anfassen. Ja, ich fasse ja gerne Schlüpfer an. Nicht? Besonders meine. So. Ja, meine findest du ja immer ekelhaft. Ich finde deine Schlüpfer ekelhaft? Wieso? Weiß ich nicht. Das sind ja nicht deine. Oh. Oh, der ist auch schön. Oh, hier, guck mal, wie modern. Das mit LED, ne? Extraordinär. Da kann man sich aber schon mal rein. Soll ich mal den Schrank darin finden? Ja. Also ich bin jetzt der Schrank. Du musst aber auch die Tür zumachen. Nee, das ist die Tür. Ach so. Ach so. Mensch, bist du täuschend ähnlich wie eine Tür, Weinhau. Warte, jetzt kann ich die Tür zumachen. Warte, warte. Moment. Tschüss. So, ich hab's ja endlich. Ich hab's ja ein bisschen losgeworden. Ja, mach mal auf. Ich bin 1A-Schrank, finde ich, oder? Süß, du hörst. Sag mal, hier oben sind gar keine verkaufenden Menschen, richtig? Schade. Ja. Falls jemand fragt, was wir machen, dann sagen wir einfach, wir suchen das Besondere. Wir suchen das Besondere. Ah ja. Ja, kannst du tragen, Weinhaus. Ja. Ja, ist auch wahnsinnig langweilig hier drin. Ah, die Gläser sind schön. Finde ich äußerst apart. Aber das würde ich hier zu Hause anders gestalten. Aber wenn du dick wirst, dann passt du nicht mehr das gut. Das stimmt, ja. 15 Euro. Oh, sind das sehr schöne Gläser. Wir können ja, wenn Verkaufspersonal kommt, erstmal. Guck mal, die Aussicht auch geliefert bekommt, wenn man sich hier eine Matratze kauft. Ja, natürlich. Kann. Ach komm, man kann meine Wohnung von hinten sehen. Warte mal, wo wohne ich denn? Nee, sieht man doch nicht. Na, irgendwo da vorne wohne ich. Da sind wir jetzt nochmal schlafen. Ach, meine Güte. Wollen wir denn lieber zu Wohnen oder Premium? Premium. Und dann müssen wir uns auch wieder loskacken. Loskacken. Ja, ich habe hier auch schon wieder gehabt bei Hübner. Was ist denn hier das Klo? Weiß ich nicht genau. Toilette. Toilette unten. Nee, Toilette 136. 136? Dann abwarten wir uns nach unten durch und dann gehe ich in der 6 mal auf Tür. Auf Türchen, gut. Dann ist immer noch. Ach, dann gehen wir dann. Auch noch. Hier wird also gewohnt. Ja. Guten Tag. Das ist aber echt ganz süß, ne? Wo kostet auch 4.200 Euro? Ich meine, das ist ein halber ganzer Bau, meine ja, Liebe. Das war echt toll, ne? Für unsere Kellerbar. Aber nicht mal im Keller. So. Ja? Was für ein Keller? Unser Keller. Ach, unser Keller. Unser Keller. Ja. Hier so, und dann können wir hier so ein Champagner hinstellen. Hier eine große Kerze mit der goldenen Wand. Ja, danke. Und dann hängen wir noch den Spiegel ja, ja. mal hin. Das hier ist schön. Das kann man auch nachempfinden. Mach mal. Das ist sehr gut. Ich hätte gerne einen kleinen Beitrag. Ja. Also wie Sie sehen, sehr verehrte Zusehende, man braucht gar keine Möbel mehr, um schön zu wohnen. Man kann es einfach selbst sein. Ach so, das ist ja auch wahnsinnig umweltbewusst die ist dann auch. Schön. Nee, doch, nee, das finde ich komisch. Aber warte mal, aber kann man dann das hier so klappen? Guck mal. Der sitzt halt da so komisch, ne? So stelle ich, das, wo man so Rennwagen fährt, so. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Ich finde hässlich die Couch. Aber man kann das auch so machen, dann kann man die so hinsetzen. Ja, oder man kann jetzt da unten zum Beispiel einen halben Kasten Bier, so einen Sechserbierkasten drunter stellen, wenn es mal drin regnet und das Bier nicht nass werden sollte. Ja, gut, ich will ein Haus. Ist doch auch nie. Ich schwitze.
die haben aber wirklich schöne Möbel. Auch das finde ich ja sehr abhaut. Hier. Das ist auch süß. Auch süß. Auch süß. Naja, ich mach mal was. So. Dein Haus? Mhm. Ich finde jetzt mal den Sessel nach. Ja. Ja. Ich spüre mal so lange den Teppich unter meinen Absätzen. So? Ja. Okay. Das nächste Mal machst du noch ein bisschen was mit deiner Nase, dann kommt es dem Kopfkissen ein bisschen näher. Ja. Das sind ja die Details beim Möbeln. Oh nein. Ach, es geht immer ab. Das ist nicht gut, ne? Geht auch nicht mehr zusammen. So. Ich mach den nach. Ja, mach den mal nach. Ja, da ist doch die Beinstruktur ist genau wie der Sessel. Ihr seid täuschend echt beide. Toll. Ganz toll. Oder? Ganz toll, ja. Ich war ja schon in meiner frühesten Kindheit, war ich ja schon Sessel gewesen. Ach so. Ja. Na, dann mache ich jetzt mal hier den Tisch. Ich finde eigentlich den oberen Pott ganz schön. Den oberen Pott findest du schön. Aber wie mache ich das denn? Ja, da ist jetzt Kreativität gefragt, ja, ne? Na, warte mal, da ist. Naja, eigentlich geht das ja nur so, ne? Nee, aber eigentlich. Oder so? Ja, aber kann ich nicht. Nee, ich glaube, der ist es nicht. Der ist nicht. Vielleicht hast du mit dem da mehr Glück. Mit den hängenden Pflanzen. Den hängenden Pflanzen. Also, du machst den Mann einfach mal nach. Okay, dann mache ich den Mann jetzt mal. Ich guck mal, von hier sieht auch schön aus. Und die Schuhe zu ausziehen. Ist da Armbanduhr dabei oder weißes Hemd? Nee, leider nicht. So? Doch, du hast eine Armbanduhr dran und die Armbanduhr-Armhand muss auf die andere oben rüber. Ja. Und du musst da ein bisschen mehr hier hingucken. Hier. Ja. Und sei mal ein bisschen keck dabei. Ja. Weil ich völlig auch richtig. So rein aus. Jetzt zieh die Jacke aus. Ja, stimmt. Auch ein bisschen doof manchmal, nicht? Oh Gott, ich bin ganz nass geschwitzt. Mach doch hier mal Mary Ziegler nach, oder wie die heißt. Maggie Ziegler. Wer ist das? Die immer im Sia-Video tanzt. Ähnlich. Die da. Man, die Frisur ist ähnlich. Ja, reicht jetzt. Okay. Das Bild finde ich schön. Das passt übers Bett. Das finde ich ganz beschissen. Oder du könntest Gitarrenspielerin werden. Das kann ich. Gitarrenspielerin. Gitarrenspielerin. Was war das? Das ist mir so warm beim Haus. Ja? Ja. Jetzt immer noch wohnen. Immer noch wohnen. Guten Morgen. Oh, die sind auch schön. Nee, was Schlichtes? Nee. Du willst immer so was Extravagantes. Das ist ganz schlimm. Das sieht aus wie 1994 bei meiner Tante Andrea. Tante Andrea ist eine Mutter. Die hat halt aber auch immer so oder sowas. So was so in Richtung grafische Grundformen geht. Wir brauchen noch was zum Nachmachen. Ach, jetzt kommt die Möbel. Ja. Das ist das Modell Venezia. Nicht? Oh, kostet aber auch 5,5. Hier, gib mal her. Gib mir die Kamera. Das ist ein Anbauprogramm. Ja, warte mal.
Lehrer sagen, der guckt nämlich. Aber guck mal hier, Rückenkissen A, Daunencharakter. Ach, das ist ein Daunen. Reinhard, ich wollte dir schon mal, du hast halt auch einen Daunencharakter. Ich habe einen Daunencharakter. Ja. Ich bin Komfort SL. Nee, du bist Kaltschaum, mein Kaltschaum. Stimmt. Aber es gibt auch Kaltschaum-Kombination und Taschenfederkern mit Daunencharakter. Mit Daunencharakter. Du bist Taschenfederkern mit Daunencharakter. Mit Daunencharakter. Ach, guck mal hier, süß. Ist ja furchtbar. Nee, das ist auch nicht so schön. Oh. Was ist das? Buche vorne, ne? Das ist Buche vorne. Ist Korpus und Front Buche Natur. Ach so. Nachbildung. Zum Nachbildung. Der Transvestit unter den Schrank wenden. Nachbildung. Oh nee. Doch. Na gut. So, hier gehen wir jetzt wieder raus. Ja. Ich habe langsam Hunger. So ein Möhrchen habe ich auch. Ja, ein Säckchen. Sich umschauen. Bitte? Ja, wir haben uns schon umgeschaut. Hier gefällt es uns nicht. Oben ist es schöner. Zur Inspiration ist es hier sehr gediegen. Genau. Danke. Also, tschüss. Danke, so, tschüss. Wir laufen jetzt auch mal hungrig die Treppe runter. Sehr abhaut. Sehr abhaut. So, jetzt sind wir auf Etage 6. Oh Gott, ey, dieses Möbelhaus hat einfach zu viele Stockwerke, ganz ehrlich. Guten Tag. Sagen Sie, auf der Hinweiskarte steht hier schwer eine Toilette. Ja. Jetzt da hinten durch. Sie sind ein Goldschmied. Dankeschön. Nicht so häufig, aber manchmal. Das war schon mal Kammerpunkt, die Verholzung geliefert. Rolf Binz. Das ist ein schöner Tisch. Das ist, schön, ja. Das ist wirklich ein schöner Tisch. Guck mal, und da haben Sie auch einen Kunst kostet Kraft und Haarspray. Und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Oh, bitte. Oh, das ist ja extra. Okay, eine sehr laute Tür. Kleiderhaken haben Sie hier nicht, wahr? Nee, man kann hier nichts abstellen. Ne? Aber mach mal hier nichts nass. Ich geh mal auf. Ja, geh mal aufs Tür. Tür. Oh, das ist halt das Schlimme. Im Winter, wenn man da halt einkaufen gehen möchte, es ist immer zu heiß. Ach, feierst du, machst jetzt groß, oder? Ich versuch's. Du versuchst. Kannst du mich zwischendurch updaten, wie es gerade läuft bei dir? Ja. Nee. Nee? Nee. Oh, ich schwitze. Wie kommt jetzt noch nichts? Schon raus. Ach, wie, du hast jetzt gerade gekackt? Herr Gott, ja, willst du noch Kontrolle kriegen oder was? Ja, aber in einer Schnelligkeit. Ja, ich habe gut vorgeleistet heute. Hast du schon noch heute, ja. Alter, außerdem, dein Weinhaus ist Anti-Schmierschiss-Präparat. Alles hier ist ein Dritte. Oh, ich schwitze unter dieser Maske. Dann nimmst du halt mal kurz ab. Mach ich doch. Dann nimm die Schaltplatte von Nils Bogelberg und steche die Luft zu. Ah. Oh, Entschuldigung. Ich bin aufgestoßen. Das ist ja auch gar kein Mülleimer. Ach, doch, da. Und hier drin ist einer, weil der geht nicht auf. Der geht nicht auf? Nee. 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 Und dann war ich essen am Sonntag mit Lukas Havrilak und einigen Boys im Strandbad Mitte, heißt es. Kennst du das? Nee, glaube ich nicht. Das ist da im Kleiner Hamburger Straße, glaube ich. Da bin ich ja sowieso nie. Auguststraße? Ah ja, da ist doch der Salon Nonsens. Ja, was ist da? Der Salon Nonsens. Ja, genau, da bin ich vorbeigelaufen. Weißt du, ja. Klar, für so eine Leidenschaft, ja. Und kurz bevor wir gegangen sind, da haben die auch dicht gemacht, bin ich nochmal auf Tö. Und kurz vor mir ist so ein Typ rein, ich habe den dann nicht gesehen, aber als er da rauskam, habe ich gemerkt, es war der Koch. Und der hat den gekackt und es war so ganz ekelhaft. Dieses, kennst du das, wenn es eigentlich noch gar nicht fertig ist, aber du willst, dass es rausgeht? Ja. Und dann dieses, das hat er ganz laut gemacht, dann hat es halt auch.
Und ich stand daneben und habe nur gepullert und habe gedacht, Und es war schon ein bisschen ekelhaft. Und als ich dann praktisch mit dem Blick zur Toilette saß und der Typ rauskam, habe ich gemerkt, es war der Koch. War der Koch und der hat sich nicht die Hände gewaschen. Und dann war ich ein kleines bisschen abgeturnt. Ja, das glaube ich. Aber ich hatte ja zum Glück bereits davor gegessen. Hast du es laufen lassen? Ja, natürlich. Also Werbung für den, wie heißt das Restaurant nochmal? Stadtbad Mitte, glaube ich. Stadtbad Mitte, da kann man schön hingehen und dem Koch beim Scheißen zuhören. Hi. Heise. Heiß. Ich bin auch mal am Schwitzen. Ne? Das ist ich bin auch mal am Riechen dran. Ne? Ach, wollen wir nicht wieder rausgehen? Ja, wir stellen noch ein was Blödes nach. Ja. Da ist doch ein Mülleimer. Ja, ich habe den auch dann gefunden. Ach, du bist das Hautton immer. Warte mal. Aber ich habe das Gefühl, deine ist ein bisschen länger als meine. Kann ich glaube, das ist doch nicht das gleiche Modell. Schade, weil ich fand deinen Schnitt nämlich immer so schön. Zu viel, viel schneller. Ich habe noch einen anderen Dutt, der ist ganz toll, aber da ist der Pony leider scheiße. Zeige ich dir nachher mal. Weil der ist eigentlich ganz toll. Du hast mir das Foto gezeigt, als du die bestellt hast. Ja, ja, genau. Und der Pony sieht aber, also Klaus hat gesagt, ich sehe aus mit dem Dutt, mit dem Pony, wie so eine Fahrradtranse. Weil, wie so eine. Ich zeig's dir einfach mal. Ja. Wie eine Fahrradtranse. So, das ist ja auch widerlich, das Ding. Mach mal das nach. Das sieht ja aus wie. Kann ich es zuklappen? Das ist eigentlich ganz einfach. So? Ja. 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 Okay. Mach mal den Rücken ein bisschen runter. Ja. So, ein tolles Möbelstück. Bin halt noch ein tolles Möbelstück. Ja, bist eine tolle Frau. Bin eine tolle Frau, bin eine Powerfrau. Und der Ständer hier, das ist ein Ausstellungsstück, der ist reduziert auf 430 Euro, Jurisika. Was ist denn das? Das ist Ständer. Wie, aber... Das ist für die Television. Für den Fernseher. Ja. Weißt du, was es ist? Nee. Stark reduziert und sofort lieferbar, meine Liebe. Ständer. So wie du bist auch stark reduziert und sofort lieferbar. Mhm. Soll ich mal? Ja. Und das da erinnert mich so ein bisschen an Cappuccino und mach jetzt die Sonnenuhr, zählt die heiteren Stunden. Das stimmt. Latte Macchiato. Sehr schön. Ein bisschen runder musst du. Ja, so. Ja. Die Füße sind schön. Ja. Gut, danke. Die Füße sind schön. Mal die Tasche tippern. Ne? Du solltest das drei Beine abmachen. Das erfordert jetzt was, ne? Das erfordert jetzt aber wirklich was. Das ist natürlich jetzt das hohe Kreativität. Ja, und hohe Travestie auch. Warte mal, ich. Warte mal. Ja! So? Ja? Ja? Okay. Ja, und du hast es sogar viel leichter gelöst, als ich zuerst dachte. Wie denn? Ich hätte nämlich nur einen Arm auf dem Boden und mit dem anderen Arm die Sitz, also die Abstellfläche nachgemacht. Ach so. Oder den Festhaltezieb obendran. Ich bin halt wahnsinnig kreativ. Ja. Und du bist halt eine Arbeitsökonomische. Eine Arbeitsökonomische. Ja, genau. Rolf Benz macht doch auch Schlüpfer, oder? Ich glaube ja. Ich meine, das ist ja auch stimmig. Man sitzt aber mal in einem Schlüpfer auf einem Möbelstück. So. Die haben ja auch Betten von Jette Jo. Jetty Joe. Jetty Joe P. Ich würde sagen, wir gucken vielleicht noch mal. Kindersachen gibt es leider nicht. Leuchten, wir machen noch Leuchten und dann gehen wir in die Bar. Okay. Das sieht man, ne? Ja. Die Lampe da hinten. Die sieht aus wie du, wir müssen bloß den Kopf anzünden. Welche? Ja, die in der Ecke. Sieht aus wie ich. Die da. Ach, die? Oh. Hier wird es langsam schön. Oh. Ja. Ich meine, passe ich farblich nicht hier rein?
Rot, Orange und ich? Ja, es ist schon wirklich auch eine Farbexplosion im Weinhaus, muss ich sagen. Am schönsten finde ich das Kissen. Die Kissen sehen aus wie so aufgenähte Rosetten. Es ist ein Hut von Lady Chacha eigentlich. Ist ein Hut von. Ah, das ist ein Headpiece. Ja. Das ist ein Headpiece. Sag ich ganz süß. Kannst du mal ein Foto machen? Ja, ach Gott. Boah, das nicht. Telefon. Das ist wirklich nicht leise. Ach so, da bin ich auch noch schön im Hintergrund. Das ist natürlich sehr apart. Gut. Weißt du Bescheid? Ich weiß Bescheid. Ich möchte hier raus, meine Angst. Ja, Sekt. Ich möchte hier raus. Wahnsinnig warm. Das Kind ist gegengestürzt. Das warst du, aber ich war das. Jetzt kommt. Ist das so eine Breitformat hier? Ich bin eine Breitformatige. Abstand ist Fürsorge. Fundgrube. Fundgrube ist wie meine Handtasche eigentlich. Das stimmt. Ist ja auch so eine Mülltasche eigentlich. Ja. Da bin ich manchmal was am Finden drin. Das ist sehr schön. Guten Tag. Oh, sehr aparte Fahrstuhl. Herzlich willkommen. Ein Lächeln ersetzt das Händeschütteln. Oh, du siehst so apart. Hast du gepuppt? Nee, ich aber ersetze gerade das Händeschütteln durch ein Lächeln. Ach so. Soll ich es nochmal machen? Ja. Ein Lächeln ersetzt das Händeschütteln. Ein totes Lächeln. Morgen. Sehr junges Publikum. So, wir waren jetzt gerade bei Getränke Rosmange und haben Eine Limo gekauft. Eine Tussi-Brause. Und wir sind jetzt hier, da ist mal Möbel Hübner. Nee, wo ist denn das? Das ist nicht mehr da. Da ist Möbel Hübner. Und jetzt, wir waren nämlich für euch heute live undercover unterwegs und haben extra nur für euch bei Möbel Hübner Möbelstücke nachgestellt. Ja, aber Weinhaus, die Menschen, die haben das Video gerade eben gesehen. Ach, wir sind ja gar nicht bei Instagram, ich sau dumme. Sehr verehrte Damen und Herren und inklusiv Möbelstücke, das war die aktuelle Ausgabe von draußen mit Joristika Parker und Jacqueline O'Weinhaus. Ja. Und der hat einen schönen Arsch. Das stimmt. Schönen Arsch hast du. Nimm den mal. Und der freut sich. Ja. Hat der einen Arsch gehabt? Mega meine Arsch Güte. Gehabt. Ich geh noch mal kurz rein. Ja, geh noch mal kurz rein. Ach so. Nicht? Nee. So, mach das, jetzt endlich aus, ja, ich hab Hunger. Das war's und wir essen jetzt was. Bis bald. Weise. Sharing is caring.